Jörg Dittmar, nach Siegen fühlt man sich, denke ich mal, immer gut, vor allem wenn man die Bayern geschlagen hat als Klubberer. Jawohl, genau. Auch in hohem Alter macht es noch Spaß, die Bayern zu schlagen. Ich meine, die Bayern, das Wetter war natürlich schon brutal, aber wenn ich die Bayern ihre Aufstellung angeschaut habe, da habe ich schon gedacht, oh weh, weh, heute geht es, glaube ich, noch 10 Minuten mit einer Zerrung raus. Aber wir waren gut gestanden hinten, das alte Kämpferherz ist nochmal rausgekommen. Und wie gesagt, 5-2, glaube ich, ne? 5-2, das ist deutlich. Also die haben sich nicht gedacht, dass sie hier so viel die Hucke voll kriegen. Als du in deiner aktiven Zeit für den 1. FC Nürnberg gegen die Bayern gespielt hast, im Vergleich zu heute zwischen beiden Vereinen, ist die Kluft größer geworden oder die Schere nach wie vor ähnlich groß oder wart ihr näher dran? Meinst du das jetzt mit uns Spielern von früher? Ja, also wir haben, ja, eigentlich immer ein gutes Verhältnis gehabt zu den Bayern-Spielern, weil damals, weißt du ja selber, die Nürnberger sind nach Bayern gewechselt, die Bayern zu uns, und wir haben immer Geburtstage oder Boldeabend zusammengefeiert auf dem Platz. Wir waren da Profi genug. Armin Eck war ja mein Kollege, der mit mir in Bayreuth gespielt hat. Da gibt es halt für 90 Minuten keine Freunde. Also wir untereinander haben ein gutes Verhältnis gehabt, auch jetzt noch, wenn ich wie Gerd Kögel und alle anschauen, die kommen auf die zu und wie geht's dir denn? Aber bei den Fans schaut es ein wenig anders aus. Und wie gesagt, ich sage ja, gestern 50 geworden, heute Bayern geschlagen, morgen heirate ich. Also was will man noch mehr? Das Einzige, darf ich nicht die Hochzeitsnacht verschlafen. Dann passt alles. Ja, oder vor allem mit einem Krampf ausfallen. Ja, genau, das ist natürlich nicht gut. Also, du bist sozusagen rundum zufrieden, vor allem auch mit dem Ergebnis des Testspiels heute oder des Benefitspiels. Immer wenn es zum wohltätigen Zweck gibt, finde ich schön, dass ihr euch bereit erklärt und da mit dabei seid. Ja, da sind wir auf jeden Fall dabei. Also ich habe vielleicht gedacht, die kommen vor dem Spiel und sagen, wir spielen jetzt unentschieden oder was. Aber da ist nichts gekommen, weil sie vielleicht trotzdem gedacht haben. Beim Sergi hat man ja gemerkt, der war schon heiß. Ja? Und da habe ich gedacht, hey, der ist heiß, da muss ich natürlich auch nochmal eine Schippe drauflegen, weil man will sich ja auch nochmal hier vor den Leuten ein wenig präsentieren von früher her, und ich glaube, das ist uns allen gut gelungen, und gut, dass jetzt ein wenig zu hoch ausgegangen ist. Das ist eigentlich zweitrangig, wichtig ist für den guten Zweck und dass die Bayern auch gekommen sind, und sowas müsste halt im Jahr 2-3 Mal machen. Schade, dass so wenig Leute da waren, aber ich denke mir, aufgrund, dass hier 36 Grad waren, glaube ich trotzdem gut. Sind wir schon beim Heiß, beim Thema Hitze? Wie weit ist denn deine Vorfreude auf die neue Saison? Ja gut, ich habe eigentlich gar noch nicht die Zeit gehabt, jetzt das zu verfolgen, ja. Ich lese halt nur mal ganz kurz so, ich weiß nicht, wie die eingeschlagen haben, aber ich hoffe als Clubfan, dass wir, wie jedes Jahr, dass wir nichts mit Abstieg zu tun haben. Ich weiß nicht, wie die Neuen eingeschlagen haben. Wenn, dann werden sie sowieso wieder weggekauft, wenn sie gut einschlagen. Also ich hoffe, dass wir mit dem Abstieg nichts zu tun haben von der ersten Minute aus, dass der Michael Wiesinger sie gut im Griff hat. Ich finde, die Leute, manche sagen so, manche sagen so, aber ich finde, es ist ein Klubberer, ja. Der kennt die Mentalität, der kann auch nicht zaubern, aber der macht seinen super Job, das hätte ich nicht zugetraut, und ich wünsche ihm alles Gute, und ich hoffe, dass wir bis zum Bayern-Spiel, dass wir hier 4 Punkte auf jeden Fall haben, dann können wir befreit nach München fahren. Wie siehst du die neuen und die dann doch eher erfahrenen, routinierten Abgänge? Ist das so der richtige nächste Schritt? Ja, es ist natürlich schon brutal, ne? Wenn man sieht, was weggegangen ist. Ja, ich hoffe, dass der Trainer das kompensieren kann mit den neuen Leuten. Also man muss abwarten. Deswegen ist halt eine Stadt schon wichtig, dass die Mannschaft Selbstvertrauen hat, dass das Umfeld ruhig bleibt, dass der Trainer auch in aller Ruhe arbeiten kann. Also ich hoffe es. Und Aufsteiger ist natürlich, wissen wir, auch immer schwer zu spielen am Anfang, der Euphorie und alles. Aber ich bin zuversichtlich, Hoffenheim kann man gewinnen oder am Punkt holen und Hertha schlagen, muss ich sagen. Oder 4 Punkte, egal wo, Hauptsache 4 Punkte. Michael Wiesinger hat zum ersten Mal jetzt eine komplette Vorbereitung Zeit gehabt, mit der Mannschaft zu arbeiten. Inwieweit wird man dann in der kommenden Saison mehr noch die Handschrift Michael Wiesinger auf dieser Mannschaft sehen? Ja gut, ich habe letzte Woche ein Interview von ihm gelesen, also er versucht schon noch mehr nach vorne spielen zu lassen. Das hat er ja vor einem halben Jahr nicht so gekonnt. Da hat es trainiert, was man so gelesen hat, und wie gesagt, ich bin gespannt und ich bin zuversichtlich, wenn alles zugeht, ohne verletzungsfrei, und die Mannschaft kapiert, dass nicht nur die ersten 11 spielen, sondern auch mal der 12. bis 15. Es muss eine Mannschaft sein, es muss ein Team sein. Wer draußen sitzt, ist eigentlich egal. Wichtig ist, dass er für im Club die Punkte holen, und alles andere wird sich zeigen.